bin echt immer der Arsch hier, ne? Ja, bist du auch. Oh, warum müssen wir denn immer wieder drüber diskutieren, ja, ne? Weil du es nie verstehst. Was gibt's denn da zu verstehen? Ist immer so pragmatisch. Pragmatisch? Oh, pragmatisch, oh mein Gott. Oh Mann, hast du wieder ein neues Fremdwort aus dem Internet, hä? Du bist so doof. Jetzt heul nicht rum. Du hast von Anfang an gewusst, auf was du dich einlässt, ja? Mann. Ja. Halt, stopp. Ihn kannst du haben, die zwei nicht. Was soll ich denn mit dem? Der ist doch viel schwieriger rauszuholen. Den lasse ich mir schön von der Feuerwehr rausschneiden und dann hole ich den im Krankenhaus ab. Ja, aber das ist ein ganz frisch verliebtes Paar. Die stehen ganz am Anfang, da ist alles noch in voller Blüte und in Bewegung. Wie süß, du immer mit deinen schönen Geschichten. Und mein Plan, sie ist schwanger und er weiß es noch gar nicht. Warte mal, die ist schwanger? Das sind drei? Das ist doch voll bewegend, wenn da so eine kleine Pflanze in ihrem Bauch langsam größer wird und... Ja, komm, hör auf zu reden, ist gut. Lass uns einfach gehen und ich komme anders wieder, okay? Ja. Gut. Oh, Mann. Wenn die Menschen wüssten, dass das Leben eine Frau ist, dann würden die alle freiwillig zu mir kommen. Ja, aber beschweren tun sie sich ja immer über dich, oder?